Hallo und herzlich willkommen zurück zu Core Keeper. Ich habe den Rucksack wieder mal leer gemacht. Ich habe dabei 3 Spitzhacken, 2 Schwerter, das dürfte mal reichen, 29 Raps, die 20 Foot bringen, 21% Movement Speed. Das finde ich eigentlich ziemlich genial. Und ich habe auch schon den Kampfplatz. Ja, ihr habt richtig gehört, den Kampfplatz. Oh, wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen. Den Kampfplatz für den Megaschleim mal vorbereitet. Das heißt, ich habe dort soweit mal alles abgebaut, was drumherum noch an Wänden war, dass wir ein bisschen Kampfplatz kriegen. Und ich würde einiges an Spike Traps machen. Was kosten die Zinn, ne? Hatte ich gesagt. Zinn. Denn wir haben 53. Ich würde mal 20 Stück machen. Und die würde ich gerne mal auf den Kampfplatz verteilen. In der Hoffnung, wenn er so rumspringt, dass er in die Spikes reinspringt. Weil ich glaube, körperlich haben wir wenig ihm entgegenzusetzen im Moment noch. So, wir können aber mal kurz gucken. Neben den Spikes, was gibt es denn hier noch? Es gibt auf jeden Fall bemalbare Böden und Wände. Da kann man wahrscheinlich ein bisschen Farbe in sein Home bringen. Wir haben hier den Farbtisch, den Alchemietisch, die Forge, den Carpenter-Table und natürlich den Amboss. Jetzt überlege ich gerade, 8 sind 16, 8, 16, 32. Wir könnten theoretisch das Zinn raushauen. Hier würde ich gerne noch den anderen Anvil hinmachen. Warte mal. So, das machen wir mal als erstes. Wunderbar. Da haben wir jetzt 2 Anvil stehen. Wir schauen mal in den zweiten rein. Tintdecker, guck dir das mal an. Oh, eine Schleuder. Ein Schild. Wow. Das muss ich mir bauen. Das ist ja geil. Offhand. Scheiß aufs Licht. Ich glaube, Schild ist auf jeden Fall wesentlich besser, weil guck mal, 70% Damage kann das Ding abfangen. Wow. Dann würde ich die Lampe aber hier mal rausschmeißen. Hier haben wir auch noch ein Schwert. Das können wir eigentlich mal rausnehmen. Da überschüssige Werkzeuge und Schwerter sammle ich im Moment mal hier. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal brauchen werde, aber ich bewahre sie einfach mal auf. Und den Schmiedeofen, den hätte ich natürlich auch unheimlich gern. Vielleicht können wir dort auch Gold einschmelzen. Wir gucken mal. Weil 40 Gold haben wir schon. Nee. Ist ja nicht wahr. Nee, wie geil ist denn das bitte? Okay, wir brauchen erheblich viel mehr Zinn. Guck mal, man kann hier so Reiserouten machen. Oh, was? Das ist ja mega gut. Das heißt, das Gold kriege ich ja nicht rein, aber schmalzt auch nichts, ne? Okay. Schade. Ich dachte eigentlich, dass das dafür da ist. Und dann machen wir uns noch den Carpenter-Table, oder? Hätte ich gesagt. Dann haben wir das. Wir brauchen eine größere Werkstatt, wie ihr seht. Ey, das ist ja bitter. Ich stelle den Tisch mal so lang dahin. Was gibt's hier? Ah ja, Teppich. Ah ja, ein Aussteller. Oh, ein dekorativer Torch. Dafür braucht man Stonewall. Haben wir Stonewall schon? Ja, glaube ich schon, ne? Lass uns mal kurz gucken, weil ich habe mich nämlich schon gefragt, ob es wohl mal was Schöneres gibt als die klassischen Fackeln, die wir hier haben. Steinkram. Ah, guck mal. Stonewall haben wir sogar. Oh, dann lass uns doch mal kurz hier ein bisschen kreativ werden. Ich will mir die mal angucken. Hier. Ein bisschen müssen wir tatsächlich umbauen, wa? Ach, die sind ja geil. Guck mal. Doch, wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Dekorative Sachen für zu Hause. Ja, ich mag das. Wie gesagt, wir müssen nur gucken, dass wir den Raum vielleicht entweder vergrößert bekommen.
Irgendwas wollte ich noch herstellen, oder? Die Angel könnten wir theoretisch mal mitnehmen. Jo, komm. Da machen wir gar nicht lange rum. Ich habe jetzt hier noch 2 Fackeln. Die eine mache ich mal dahin. Doch, die sind geil, die gefallen mir gut. Aber ich wollte eigentlich gucken, wir wollten da noch irgendwas anderes machen. Decoration. Ah, hier kann man Pflanzpötte machen. Oh, so ein Teppich wäre aber auch nice, ne? Komm, wir machen gerade mal ein bisschen. Wir spielen mal ein bisschen rum. Ah ja, guck mal an. Den mache ich mal dahin. Schön, haben wir auch noch einen Teppich. Und das ist so ein Aussteller, oder? Scheinbar. Ah, guck mal, da kannst du jetzt irgendwas ausstellen. Nice, lass uns mal gucken. Hier so ein Totenkopf würde ich gerne ausstellen. Kann man das? Das wäre ja cool. Nee, ich glaub's nicht. Wie cool ist das? Oh Gott, das eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten. Ja, freut mich auf jeden Fall. So, wir schmeißen ja Stone wieder raus. Das ist ja gar nicht heute unsere Hauptmission. Muss ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen aufgeräumt bekomme. Essen haben wir dabei. Die Fallen haben wir dabei. Und dann gucken wir mal, ob wir den Schleim vielleicht gelegt kriegen, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht haben wir Glück. Das lassen wir hier mal offen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssen hier oben hin. Dann lass uns lieber oben rausgehen. Werfen wir uns gerade mal hier so ein Essen ein, dann geht's ein Tickel schneller. Ah ja, ich höre ihn schon. Brücken hätten wir uns noch mitnehmen können. Oh, guck mal, hier sind die auch schon wieder am Start. Die mache ich mal gleich weg. Ja, es war klar, dass der mich trifft. Ja, verteilen wir mal ein paar von denen, oder? Ich weiß ja gar nicht, wohin sich der Kampf verlagern wird, aber... Da noch eins. Ich hoffe, das bringt was. Wie witzig ist das? So kannst du auch deine Homebase verteidigen, ne? Geil. So, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Mein mehr als nicht klappen kann es auch nicht. Oh, guck mal. Keine Ahnung, wie viel Schaden er jetzt tatsächlich gekriegt hat. Ich würde sagen, wir legen die einfach nochmal hin, oder? Der Typ, ey. Ja, scheinbar machen die Schaden, ne? Das wollte ich nicht.
ein bisschen Schleim wegmachen, Mensch. Ich weiß natürlich auch überhaupt nicht, wie viele Lebenspunkte der hat, ne? Egal, wir probieren es weiter. Komisch. Lädt er sich da wieder auf? Schon eine gute Frage, ne? Das probieren wir erstmal gebündelt, oder? Ah, da sieht man seine Lebensenergie. Der lädt sich immer wieder auf. Okay. Boah, das ist ja fies. Okay, wie machen wir denn das? Wir müssen die Fallen bündeln, damit die mehr klatschen, oder? Hätte ich gesagt. Versuchen es mal so. Wir nehmen jetzt aber auch mal das Schwert in die Hand. Nein, nicht tauschen. Warum ist das jetzt hier getauscht? Da. Nee, nicht wieder dahin. Oh, jetzt ist er. Oh. Ja, wir haben ihn geschafft. Ich glaub's ja gar nicht. Wie geil. Schön, so, hier hat sich alles irgendwie ein bisschen verschoben. So, kommen wir hier die Brückenteile da oben drauf. Da war die Spitzhacke, yes, Gott. Ah, nice. So, wir sammeln aber unsere Fallen hier alle fleißig ein. Wer ist denn er? Nee, ein NPC. Kaufen kann ich bei ihm Schleim, Holz, Fiber und Copper Ore. Aha. Und verkaufen kann ich ihm auch Zeug. Okay. Weil wir haben zum Beispiel ein paar Ringe überschüssig. Was ist das hier? Wow. Ich bin hin und weg. Also, wir haben das Blob, die Blob-Halskette gekriegt. Zweier-Set. Bringt 13% Range Damage. Okay. Das ist der dazugehörige Ring. Okay. Ah ja, Auge, Öl. Wir schnappen uns mal alles. Wow. Kann man die Kiste auch... Nee, die Kiste kann man auch mitnehmen. Glurch Chest. Oh, okay. Wie geil ist das? Wow. Mal gerade hier wieder ein paar Fackeln setzen. Mensch, man sieht hier ja gar nichts. Boah.
Aber es ist geil mit den Fallen, ne? Also die Fallen, die bringen schon, finde ich. Also man muss sie nur ein bisschen richtig platzieren. Klar, man muss dann auch ein bisschen rumrennen, aber das Essen mit dem Speed ist ja super. Schön. So, hier gerade mal noch ein bisschen aufräumen. Cooler Typ. Ah, wie man die einfängt, die Glühwürmchen, weiß ich aber auch noch nicht. Was ist das jetzt hier? Kann man da noch irgendwas machen? Kauft der mir Schleim ab? Nee, ne? Hat er den Schleim jetzt gekauft? Ach, guck mal. Dann können wir uns... Was kostet das? Das ist ja cool. Fiber Schleim, okay. Aber den Schleim kauft er nicht, ne? Den Ground Schleim. So. Und nun, was kann man hier jetzt machen? Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen auf jeden Fall mal einen Ring hier aus. Zack. Guck, wir kriegen ein Zweier-Set dazu. Das müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen ausprobieren, was? Autschen. Achso, nee, vielleicht nicht mit dem Essen angreifen. Mit dem Taco totgeschlagen. Oh, guck mal, wir machen jetzt auch über 100 Schaden schon. Oh, wie gut. Wir müssen auch gleich mal Punkte vergeben. Guck, die bringen mir auch Samen. Ja, da hinten hat sich noch einer um hier. Ja, schön. Haben wir den Schleim soweit mal erledigt? Das ist doch prima. Jetzt müssen wir nur gucken. Jetzt habe ich hier so viel Platz gemacht. Was wir da mit den Sachen, die wir da bekommen haben, ob wir damit irgendwas machen können. Glitch-Ei. Passt das vielleicht irgendwo hier rein? Das da, das sieht doch so aus, oder? Aha. Ah ja, einen Scanner können wir hier basteln. Ah ja, noch ein Scanner. Was ist das hier? Ein Schleimschwert. Unseres macht 90. Kopper, Zinn und Schleim. Kopper, Zinn und Schleim. Oh, Zinn fehlt uns, ne? Schleimöl und Geld. Oh, die Kiste ist ja geil. Und das Schwert, das will ich auch, ne? Versteht sich. Können wir gleich mal ein Schwert hier lassen. Und vielleicht auch eine Spitzhacke. So, die Kiste. Boah, geiles Ding, oder? Die nimmt auch einen Zweierplatz weg. Mega gut. Boah. Ist das Ding cool. Da muss ich mal überlegen. Also das Geld könnte ich ja auf jeden Fall mal da rein deponieren, ne? Schleimöl. Okay.
Sieht ja cool aus, oder? Ach, kurz mal knacken hier. Können wir gleich mal die Lebensenergie regenerieren. Ja, super. Da sind wir unseren Erzfeind losgeworden und wir haben nicht mal was aus der Erzfeindkiste benötigt, gell? Das ist natürlich auch geil. Ist die Frage, will ich das hier stehen haben? Ich muss mir gerade nochmal Beschreibung durchlesen. Okay. Na, wir stellen das jetzt mal so lange hier hin. Bis ich einen besseren Platz habe. Das kann daraus. Ey, wir haben hier Zeug, ey. Ob man das verkochen kann? Nee. Kann man das platzieren? Ah ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, Schleim haben wir noch, Parts haben wir noch. Schleim war, glaube ich, hier. Jo. Ach, guck mal, hier haben wir auch ein bisschen Geld. Theoretisch kann man ihm wahrscheinlich diverses Zeug verkaufen, aber ich würde das alles unheimlich ungern verkaufen, wenn ich ehrlich bin. 17 von den Parts brauche ich auf jeden. Achso, wir brauchen Zinn. Wir müssen erst Zinn holen. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Zinn wir haben. So, ein bisschen Dirtwall. Wo war denn Dirty hier? Ist das hier? Ah, Samen. Ah, oh, schön, dass es auch geile Deko-Sachen gibt. Das freut mich total. So, wir wollten nach Zinn gucken. Oh, wir haben gar keinen Zinn. Nope. Wir haben gar keinen Zinn. Okay, warte, dann tue ich die Zahnräder da rein. Das heißt, Schleim brauchen wir. Das Geld kann ich noch rausschmeißen. Die Fallen, die nehmen wir mal mit. Die sind ja gut. Und dann würde ich sagen, was wir noch ausprobieren werden, ist das Angeln. So, wo ist meine Geldbörse? Da oben. Ist das cool. Sieht echt aus wie ein übergroßer Geldbeutel, ne? Gerade so für Damen. Ein Damengeldbeutel. Hier ist auch schon wieder. Aber ich will jetzt auf jeden Fall mal angeln. Gab es hier nicht Angelplätze? Da drüben, ne? Jo, komm, warte. Komm, bau doch noch da eins hin. So. Hier, glaube ich, war irgendwo das Leuchten. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier angeln. Und wir haben Schild gar nicht gebraucht. Echt Glück gehabt. Okay, rausziehen. Hilft nichts. Bewegen darf man sich nicht, okay. Ja, und da sind wir wieder beim Angeln. Erinnert mich irgendwie ganz stark an Dismantle. Ah ja, guck mal. Wir haben was gefangen. Und zwar
Scheiße haben wir nur gefangen. Nicht useful. Grüne Lumbe. Wie kann denn dieser grüne Lumbe an meiner Angel zappeln? Okay. Wir haben es wenigstens schon mal ausprobiert. So, Holz hier noch wegmachen. Gucken wir nämlich, ob wir an den anderen Angelspot noch kommen. Und Zinn. Ja, ich würde natürlich gucken, dass ich wieder Zinn an den Start bringe. Bis zur nächsten Folge. Das wäre da vielleicht ein bisschen... So, jetzt probieren wir mal von hier zu angeln. Man kann die Angel ja auch weiterwerfen, ne? Ah ja, guck mal. Nicht ungeduldig werden zum Schluss hin, ne? Guck mal. Der bringt so ein Essen. Cool, den kann man kochen. Ja, nice. Komm, dann machen wir nochmal. Das ist ja witzig mit dem Minispiel. Ne, nur Scheiß. Ja, der war ein bisschen schwieriger zu kriegen. Ach, guck mal, den gibt es auch in Blau. Auch 11 Food. Der ist ein Tick besser. Der bringt 2,2 Lebensregeneration für 20 Sekunden. Der 20, nee, der 2,1. Naja, okay. Wir gucken mal kurz, wenn wir das Ganze in den Kochtopf werfen. Boah, guck mal, die Ernte ist auch schon wieder reif. Mache ich auch schnell zwischen den Folgen. So, wir braten mal ein mit Paprika zusammen. Mal gucken, was da rauskommt. Ah, wieder ein Taco? Nee, mordsgut, ey. So, Blue Pepper Wrap. 22 Food, Movement Speed und Dodge Chance. Jetzt gucken wir mal, ob bei dem das gleiche rauskommt. Kann ich nämlich zwischen den Folgen auch hier und da mal ein bisschen angeln gehen. Cool. Oh, guck mal. Jetzt gibt's hier den Wrap in Orange. Wir machen mal hier den direkten Vergleich. 21% Movement Speed. Identisch 2, 2 und 7. 2, 1 und 8 Mining Damage bringt er. Ansonsten 20 Food, also 2 Food weniger. Ah, cool. Dann würde ich sagen, das war doch nicht schlecht jetzt noch zum Schluss. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir gesund, genießt die Zeit ein bisschen. Bis gleich. Ciao.